Hast du schon mal genauer über Salz nachgedacht? Unter dem Mikroskop sieht man auf dem ersten Blick mehr oder weniger eine würfelförmige Struktur. Wenn man noch weiter ranzoomt, immer weiter kleinere Würfel. Das kommt daher, dass Salz am Ende des Tages eine ganz einfache chemische Formel ist: Natriumchlorid. Der Würfel der chemischen Verbindung besteht an den Ecken aus dem Metall Natrium und dem Gas Chlor. Zusammen bilden sie immer Würfel, was das Salz ist, experimentell einfach nachzuweisen. Nimmt man etwas Natrium, legt es in ein Glas und gibt das an sich giftige Gas Chlor dazu, entsteht sofort Salz. Hier könnte das Video schon enden. Ist das nicht faszinierend genug? Die chemische Erklärung mal ganz außen vor gelassen. Wenn Menschen geeignete Modelle brauchen, dann lässt die Natur uns nicht ohne Erklärung. Doch rein auf oberflächlicher Betrachtungsweise ist die Reaktion von Elementen faszinierend. Woher weiß alles, wie es sich verhalten muss? Und letztendlich die Frage, warum existiert es im konkreten Fall? Also wie kommt Natrium und Chlor zufälligerweise in der Natur zusammen? Das Metall befindet sich auf natürlichem Gestein. Dies wird vom Wasser rausgewaschen. Das Chlorgas befindet sich überall, auch im Wasser. Sobald es mit dem Chlorgas in Kontakt kommt, entsteht Salz. Über Bäche und Flüsse gelangt das Salz schließlich ins Meer. In diesem Zusammenhang stellt man sich ja oft die Frage, ob in Süßwasser dann entsprechend kein Salz enthalten ist. Nein, Süßwasser wird nur deswegen so genannt, weil vergleichsweise sehr viel weniger Salz enthalten ist. Auf einem Liter nur 1,3 Gramm. In Salzwasser 33,3 Gramm auf einem Liter. Wasser ohne Salz gibt es in der Natur nicht. Schöne Zahlen, doch wie halten sie ihre Konstanz? Jetzt kommen nämlich die interessanten Fragen. Denn es müsste doch theoretisch Folgendes passieren. Im Meer entsteht ebenfalls jeden Moment neues Salz. Die Sonne scheint aufs Meer und Wasser verdampft. Der Kreislauf fängt an. Es entstehen Wolken, dadurch entsteht Regen. Dadurch entstehen Pfützen, Bäche, Flüsse, wo auch immer wieder neues Salz entsteht und wieder ins Meer transportiert wird. Wie eine gigantische Maschinerie wird also immer neues Salz produziert. So müsste es doch irgendwann so viel Salz im Meer geben, dass man das Wasser kaum sieht. Doch wenn das so wäre, wäre Leben in der heutigen Form nicht möglich. Wie bleibt der Salzgehalt im Meer also erstaunlich konstant? Das Meer verliert Salz, indem es sich am Meeresboden ablagert. Dies wird unterstützt durch die Bildung der Kalkschale und Skelette von Muscheln und Korallen. Nach Millionen Jahren verformen sich diese salzhaltigen Böden wieder zu neuen Gebirgen. Die Salzwaschung durch Regen und der Transport ins Meer beginnt wieder von vorn, womit sich der Kreis schließt. Weiterhin Landhebungen und Senkungen, ein wichtiger Aspekt für den Salzverlust der Meere. Wenn an diesen abgetrennten Stellen das Wasser verdunstet, bleibt das Salz zurück. Es entstehen große Salzablagerungen. Diese Phänomene wirken, gemeinsam mit den Ablagerungen im Wasser, der Salzzufuhr entgegen, sodass der Salzgehalt der Ozeane über Jahrmillionen hinweg genau im Gleichgewicht bleibt. Was ist das für ein System? Und dann gibt es noch diese Schranke zwischen Süß- und Salzwasser. Also als eine natürliche geologische Barriere zu verstehen, die die Mischung dieser beiden Wassertypen nicht sofort erlaubt. Erst im 20. Jahrhundert hat man anhand von Satellitenbildern dieses Phänomen erkannt. Jedes Meer behält seinen typischen Salzgehalt, seine Dichte und Temperatur bei. Wie wir gesagt haben, wenn wir ein Modell benötigen, lässt die Natur uns nicht allein. Dies beobachten wir sogar bei den höchsten Stufen der Naturphänomene. Moses spaltete das Meer, überquerte es erfolgreich und seine Feinde ertranken im Meer. Beispielsweise erklärte laut dem Daily Star der Archäologe Dr. Ron Wyatt bereits 1978, dass es Beweise für menschliche Überreste und Knochen von Pferden auf dem Grund des Meeres an der entsprechend vermuteten Stelle geben soll. 2002 untersuchte der Schwede Dr. Lennart Moller zusammen mit Journalisten den Grund des Meeres,
und soll dort Relikte der ägyptischen Armee gefunden haben. Zahlreiche Forscher untersuchen immer wieder durch Simulationen, ob starke Winde mit mehreren hundert Stundenkilometern eine trockene Passage freilegen können, wo auch immer dieses Wunder wirklich geschah. Muss es in diesem Bereich denn immer eine wissenschaftliche Erklärung geben? Es sind oft die unscheinbaren Dinge in der Natur, die, wenn man ihnen wirklich auf den Grund geht, eine überraschende Tiefe offenbaren. Eine solch einfache Verbindung wie Salz zeigt uns, wie komplex und wunderbar diese Welt tatsächlich ist. Doch wenn es nur das wäre, es nährt auch das Leben selbst, bei uns wie auch bei unzähligen anderen Lebewesen. Dass wir Menschen eigens dafür geschaffene Geschmacksknospen besitzen, die dieses Salz explizit schmecken und der Nahrung erst einen wahren Geschmack verleihen, ist kein Zufall. Es ist ein stiller Hinweis darauf, wie sehr diese Struktur mit unserem Dasein verwoben ist. Und wenn sich natürliche Kräfte zusammentun, um dieses weiße Gold hervorzubringen, erinnert uns das daran, wie groß das ganze Sein ist. Wir müssen nur interessiert daran sein, es zu sehen.